Ich begrüße euch recht herzlich zurück bei Trails of Cold Steel, Leute. Willkommen. Da sind wir wieder an unserem nächsten freien Tag. Ach, es ist so herrlich, jedes Mal wieder hier zu sein. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach so schön. Wir haben 3 Quests, 4 Bonding Points. Ihr wisst, es geht mit einem Bonding Point los. Wir können keinen mit Alyssa machen, aber ich glaube, wir haben auch bei Alyssa... Ich weiß nicht, ob das abhängig oder unabhängig von dem Links hier ist, aber wir sind mit ihr schon Level 5. Das ist schon gemaxt. Also unsere Anzeige lässt sich gar nicht mehr weiter steigern dadurch. Aber natürlich wollen wir die Events mit ihr machen, weil das storytechnisch halt Sinn macht. In dem Fall können wir es aber nicht mit Alyssa machen. Das bedeutet... Oh, die Auswahl ist gar nicht so riesig tatsächlich. Vieh wäre natürlich immer noch eine Möglichkeit. Laura würde ich ganz gerne mal wieder machen. Sarah ist definitiv auch. Und dann muss ich mich zwischen Machias und Juices entscheiden. Oder aber ich nehme mal wieder Gaius oder Elliot. Also doch, tatsächlich einige Möglichkeiten. Fangen wir doch direkt mal mit der Lehrerin an, oder? Was machst du hier? Säufst du schon wieder? Trinkst du jetzt wirklich schon wieder? Zu dieser Zeit des Tages? Aha, klar! Heute habe ich einfach Bock auf einen kleinen, ruhigen Drink. Das ist komisch. Aber kümmere dich nicht um mich. Du solltest dich eher um eine Idee wegen dem Festival kümmern. Ich und mein Drink warten hier auf gute Neuigkeiten. Irgendwas scheint mit dir nicht ganz richtig zu sein. Hey, wäre es okay, wenn ich zu dir komme? Vielleicht mal ein bisschen zurückzutreten und mich hier hinzusetzen, wird mir vielleicht helfen, auf eine gute Idee zu kommen. Ha, dann sei doch mein Gast. Setz dich einfach neben mich. Ich besorge dir schon was zu trinken. Irgendwas stimmt doch heute wirklich nicht mit dir. Ich frage mich, was passiert ist. Hier, bitteschön. Oh, was ist mit der Musik los? Für wen ist dieses Glas? Ein alter Kamerad. Heute ist der Jahrestag, an dem er gestorben ist. Oh. Es ist schon seit Jahren her. Aber einmal im Jahr möchte ich ihm gerne etwas zu trinken kaufen. Ein Kumpane von ihr. Das ist irgendwie ein komisches Wort für einen Bracer zu benutzen, nicht wahr? Hehe. Meine Vergangenheit interessiert dich wohl, ha? Huh? Ein bisschen. Darüber werde ich dich aber nicht ausfragen. Du hast das niemals sogar nur erwähnt. Es wäre einfach falsch, dich das zu fragen. Außerdem geht es da wahrscheinlich um Dinge, für die ich noch gar keinen Kopf habe. Die noch viel zu viel für mich sind. Deswegen bist du die ganze Zeit so ruhig geblieben, nicht wahr? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht interessiert. Aber um ehrlich zu sein, ich bin immer noch ein Schüler. Es gibt noch so viel, was ich lernen muss und so vieles, was ich nicht verstehe. Eines Tages, wenn ich meine Stunden abgesessen habe, etwas Neues dazugelernt habe und genug Erfahrung gesammelt habe, dass ich mit dir auf einer Ebene stehen kann, dann werde ich dich fragen, ob du mir von deiner Vergangenheit erzählst. Das ist aber sehr erwachsen von dir. Wer weiß? Vielleicht wächst du in ein paar Jahren sogar zu der Art Mann, die ich mag. Nun ja, du unterrichtest mich schließlich, also weiß man nie. Haha, da freue ich mich doch drauf. Naja, das ist genug Sentimentalität für einen Tag. Das Glas ist deins, wenn du willst. Ist das ein Hobby von dir, Minderjährige zum Trinken zu bringen? Ach, komm schon, ich mach doch nur Witze. Okay, das wurde schnell deep. Level 4 einfach mit der Lehrerin. Rean einfach absolut Riss. Nein, aber auf diese Schiene werde ich nicht mit Sarah gehen. Könnte man aber theoretisch. Man hat halt wirklich die Option zu machen, was man möchte, ne, was Romance angeht. Ich habe mich, wie gesagt, für Alyssa entschieden. Aber du kannst hier mit jedem, glaube ich, irgendwie, du hast mit jedem eine Option, also mit jedem weiblichen Charakter.
Oh nein, da wird sich die LGBTQIA+-Community jetzt wieder so krass aufregen, dass dieses Spiel aus 2010, 11, 12, irgendwie so, oder vielleicht sogar noch älter, dass es da noch keine schwule Beziehung gab. Bitte verschont mich. Nun gut, Kapitel 6. Richtig, machen wir zuerst an Angelicas Quest, richtig? Die wollte irgendwas Persönliches von mir. Und das ist in der Tonhalle. Was kann das wohl sein? Na, da ist er doch wieder. Da angelt er doch wieder. Oh, du bist jetzt ein schwarzer Angler. Ich bin beeindruckt, dass du in so kurzer Zeit den gleichen Titel wie ich errungen hast. Hätte das aber von einem Angelprofi wie dir auch erwarten können. Ich muss mich echt reinhängen, wenn ich noch stärker... Wenn ich nicht möchte, dass du mich überholst. Kann ich sagen, dass sich das schlecht anfühlt, wenn man mal so gelobt wird. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe. Aber jetzt denke ich mal, finde ich Angeln schon sehr cool. Du weißt, dass es ernst wird, wenn du anfängst mit den Anglerwitzen, der nicht so wirklich rüberkam bei der deutschen Übersetzung, weil es ein englischer Sitz war, aber okay. Man muss diese Dinge wirklich genießen können. Und jetzt, wo du ein Black Angler bist, kann ich dir sogar noch geilere Sachen geben. Also halt dich ran, Reed. Ich bin sehr stolz auf dich. Oh, danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ja, das Ding ist halt... Lake Lord Star. Oh. Alter, wir haben so viele Punkte. Wir können uns die beste Angel kaufen. Alter, das ist aber auch nicht schlecht. HP plus A. Oh. Auch nicht schlecht. Ich mach mal eine Salmon-Badge. Und wenn wir noch mal ein paar Punkte mehr zusammenkriegen, können wir uns Flut theoretisch noch holen. Das Ding ist, dass Angeln uns halt schwerfällt, wegen der Framerate-Limitierung. Also die richtig schweren Fische kann man... Die können wir faktisch gesehen nicht angeln, weil... man das mit einer unbegrenzten Framerate einfach nicht schafft, weil das irgendwie... das ist ein Bug. Das einfach nicht möglich ist. Leider. Also immer wenn es eine Quest ist, muss ich es runterstellen und ansonsten muss ich halt so angeln, dass ich... Also ich kann dann halt nur die Fische angeln, die sich trotzdem noch angeln lassen. Stimmt, die Umkleidekabine von den Jungs. Waren wir hier überhaupt schon mal so richtig drin? Haben wir mal hier schön geduscht? Ich glaube noch nicht, oder? Wenn jetzt hier irgendwo einfach einer drin steht und ich platze einfach rein, aber nee, sieht nicht danach aus. Aber niemand hier, ne? Wirklich niemand. Ach, hier bist du. Hey, thanks for coming. Yo. Good morning, Angelica. I saw you'd placed a request for me. I'm assuming this one isn't on behalf of the engineering club? Yeah, this one's a personal favor. Anyway, I hate beating around the bush, so let me get to the point. Will you spar with me? Uno secundo, ich muss mir ganz kurz mein Wasser hierher holen. So, hab plötzlich doch ganz schön Durst bekommen. Was, du willst gegen mich kämpfen? Ja klar. Gerne. You wanna fight? Don't look so surprised. This is a military academy after all. I enjoy the martial arts as much as anyone. It's not like I spend all my time on the prowl for beautiful maidens to deflower. Is that really something you should be fessing up to? Still, this feels so out of the blue. Did something happen? You're overthinking it. It's just that it's been a while since I got any good exercise. No need to make a big deal out of it. Just think of it as a fun way to kill some time. So, you in? Yup. Alright, I'm game for it. Much obliged. Well, let's not waste any more fighting time talking. Ich denke, wir sollten in der Lage sein, sie zu besiegen, right? Was ist das denn? Your stances. Don't think of holding back on me now. Though I'm a bit rusty, so I don't know how much of a fight I'll put up. You wouldn't know it just looking at her. Her guard seems flawless. If I leave any openings, she's going to run me into the ground.
No worries. I'm planning to give you everything I've got. Er zieht wirklich das Schwert, ne, obwohl sie gar keine Waffe hat. Aber es ist ja... That's what I wanna hear. Sie will ja Martial Arts machen. Well then, come at me. Let's see what you're made of. Level 56, okay. Starten wir ganz klassisch mit Motivate, oder? Würde ich sagen. Da kann man nicht viel verkehrt mitmachen. Jawohl. Hast du wohl gemisst. Alter! Du konntest nochmal angreifen mit Zero Impact. Attack. Ja, Autumn. Was? My turn. Okay. Sie kriegt aber Damage. Aber boah, ich habe das Gefühl, wir werden hier Heal-Items finden. Okay, da sind wir nach dem kurzen Cut auch wieder zurück. Sorry, Leute. Weiter geht's. Was ich sagen wollte, ist, sie kriegt schon ordentlich Damage. Wir werden in der Lage sein, sie down zu kriegen, werden aber ordentlich Heal-Items dafür benutzen müssen. Vielleicht. Wenn wir weiter so ausweichen, dann geht's vielleicht auch ohne. Here we go. My turn. Die boostet sich. My turn. Könnte ich auch tun oder wir machen, keine Ahnung, was. Ja, ich sollte es wahrscheinlich auch tun. Oh. Sie trifft mich halt einfach wirklich nicht, ne? Green ist einfach krass im Ausweichen. Not bad. Guess there's no need to hold back. Boah, was? Aber wenn sie trifft. Ach du Scheiße. Ich würde es schon sehr gerne schaffen. Laser Bullet. Alter! Ich muss S-Craft benutzen. Und das reicht noch nicht mal ganz. Here we go! Go! How about this? Okay. Okay, okay, okay. Gott sei Dank, wenn wir einmal unter viel Lehm sinken, werden unsere CP um 200 aufgefüllt. Das wird ihr Gnadenstoß sein. Hätten wir das nicht, dann hätte sie uns legit besiegt hier. Not a bad workout. Okay, it's safe for now. Den Kampf kann man auch verlieren wahrscheinlich, dann passiert auch nichts, aber ich würde ihn schon gerne gewinnen für die maximalen AP. I did it. I should have expected a swordsman of the Eight Leaves One Blade School wouldn't go down so easily. If I'd been keeping up with my training, I could have given you a stiffer challenge. If you hadn't just told me, I wouldn't have guessed you'd skipped a single day of your training. In fact, you're actually even stronger than I expected you'd be. I'm still just a fledgling. Got a long way to go before I can really serve up an A+ beatdown. I'm nowhere near as strong as Instructor Sarah, and my old master was pretty amazing herself. Oh, believe me, I felt plenty of skill and training in every punch you landed. By the way, your fighting style reminded me a lot of the Eastern martial art Taito. Are you a practitioner by any chance? I should have guessed you'd be familiar with it. Around 7 years ago, I met a lady from the East who was traveling around the Empire. I kinda ran away from home and followed her around for about half a year, and she taught me Taito. I've mixed in a bit of my own flavor over time, though. Good old-fashioned fisticuffs. Even now, I still find it hard to believe you're from one of the four great houses. Aren't you the flatterer? You're gonna make me blush. That wasn't flattery. Well, we might not be as tangled up as Eustace's family, but House Ragnar has its fair share of issues. Guess that's why my rebellious teenage impudence has hung on so long. Even now, there are still some family affairs I worry about. What kinds of things? It'd probably be better if I kept it to myself. At least for now. Anyway, I'm lucky to have met Toa, Crow, and George, and then some cool first years like you guys. I'm glad I came to Thor's. Right now, in my life, you guys are all I need. Angelica. But hey, it's nice to know I can still hold my own in a fight. At least I know that if worse comes to worse, I should be able to keep Toa and the others safe.
And knowing that is enough to have made this all worthwhile. Thanks, Rean. You're welcome. Glad to finally be able to help you out for a change. And besides, it sounds like some good ideas for what Class 7 can do for the festival might just be coming my way. I'm looking forward to seeing what you guys come up with. And yeah, I hear you'll be spending some alone time with Toa this evening, What? Oh, there's no need to be embarrassed. It's just that Toa might be perfectly professional when it comes to work, but she's more than a little inexperienced when it comes to the menfolk. So promise me you'll be gentle with her, okay? Now, if you'll excuse me. Oh, wait, I almost forgot. I wanted to give you this for helping me out. You're gonna hit my helmet. Anyway, see you around. I'll let you know when I'm ready for round two. Es gibt eine Runde 2. Na, da freue ich mich aber schon drauf. She really is one of a kind. Oh well, I guess I should be going too. Coole Quest mal wieder. Mal wieder eine Fighting-Quest. Die hat man auch nicht so oft. Das heißt, sie sind schon ziemlich special, wenn sie denn mal kommen. Und wir haben Wrath bekommen, Geist. Nachdem man ausgewichen ist, werden Counterattacken immer kritisch. Oh. Na, wenn das mal nichts für Vieh ist, oder? Also das ist ja quasi auf sie zurechtgeschnitten. Huch, nee. Das wollte ich nicht. So, zack. Außerdem könnte Vieh auch mal... Ja, wir müssen generell wir werden, bevor wir ins alte Schulhaus gehen, die Quads nochmal alle upgraden, nochmal alles auf den neuesten Stand bringen. Da gibt es einiges nachzuholen. Wir haben ja jetzt die Zephys, um noch ein bisschen was davon herzustellen. So. Dann steht jetzt das nächste Bonding-Event an. Laura ist bei sich gerade im Zimmer. Frage ich mich, warum. Leisten wir ihr doch Gesellschaft und finden es heraus. Ja, ich wollte eigentlich jetzt tatsächlich Gaius oder Elliot nehmen, weil ich so diese Dreier-Beziehung zwischen Gaius, Elliot und Rean, diese Freundschaft, die finde ich einfach irgendwie auch ziemlich cute und nice. Die waren so die allerersten, die damals zusammen diese Prüfung gemacht haben, wenn ihr euch noch erinnert. Aber mir ist aufgefallen, dass Juices echt ein bisschen zu kurz kommt, ne? Ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, ich habe einmal ein Bonding-Event mit dem gemacht und danach nie wieder. Ich glaube, alle anderen waren schon zweimal mindestens dran. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt mal wieder Juices nehmen, dann anders geht's eigentlich nicht. Oh, möchtest du den Tag hier drin verbringen? Tatsächlich, ja. Heute trifft sich der Schwimmclub nicht, also habe ich ein bisschen freie Zeit. Also verbringe ich den Tag heute damit, mich zu verbessern und auf eine Idee für das Festival zu kommen. Dich verbessern? Hast du also Liegestütze in deinem Zimmer gemacht, oder was? Ups, weißt du, sowas ähnliches, ja. Das ist nichts sehr Wichtiges, also mach dir da keine Gedanken. Nun, sie sagt das, aber... Nun, wäre es okay, wenn ich bei deinem Training mitmache? Vielleicht wird ein gutes, kleines Training uns beide... dafür sorgen, dass wir uns beiden etwas einfällt. Nun, ich schätze mal, diese Chance ist so gut wie jede andere auch. Würdest du mal mit mir zum Highway kommen, Marine? Klar, ich komme mit, aber warum? Das wirst du schon rausfinden, also komm. Und so wurde Rean einfach mitgeschleppt, ohne dass er so wirklich eine Erklärung gekriegt hat. Und bevor er es wusste, stand er mit Laura auf dem Highway östlich von Trista. Exzellent, das hier ist doch ein guter Platz. Da gibt es etwas, wobei ich deine Hilfe brauche. Warte, was machen wir denn überhaupt hier? Nun, jetzt möchte ich nicht zu irgendwelchen Schlussfolgerungen springen, aber wenn ich es nicht besser wüsste, dann... hättest du hier gerne ein Picknick mit mir gehabt. Also, Rean. Ich hätte gerne, dass du das probierst. Oh. Es ist ein Picknick. Hast du das gemacht? Habe ich. Richtig, oh mein Gott. Ich hatte das im Hinterkopf, dass Laura von irgendwem doch irgendwas lernen wollte.
Und jetzt, wo sie es sagt, fällt es mir auch wieder ein, dass sie sich von Sharon doch das Kochen hat beibringen lassen wollen. Siehst du, Sharon hat mir ein bisschen das Kochen beigebracht. Und diese Situation schien mir ganz gut, damit du mal bewertest, wie so mein Fortschritt bisher ist. Ha, ich hätte niemals gedacht, dass du ein Interesse an Kochen zeigen würdest. Deine Finger sind auch alle, verpflastert. Das heißt auf jeden Fall, dass du mal wieder deine volle Kraft eingesetzt hast. Nun, ich bin immer noch eine Lady, selbst wenn ich als allererstes eine Schwertkämpferin bin. Außerdem möchte ich nur so ein bisschen das Kochen jetzt lernen als Teil meines Trainings. Es schadet natürlich auch nicht, dass das mich ein bisschen mehr Ladylike macht. Aber das ist jetzt egal, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Es ist einfach das Essen. Okay, ist schon gut. Ich werde zu nichts Nein sagen, wo du dein ganzes Herz reingesteckt hast. Rean hat das Essen von Laura gegessen. Also, wie schmeckt's? Ich kann nicht verneinen, dass es vielleicht nicht so sehr appetitlich aussieht, aber ich habe wirklich alles gegeben. Es schmeckt wirklich lecker. Ernsthaft, das ist so gut wie die Essen, die Sharon uns macht. Nein, das kann nicht sein. Wenn du so sehr übertreibst, dann fühlt es sich fast schon nicht ehrlich an. Vielleicht, ja. Aber das ändert nicht die Tatsache, dass ich es meine. Das Essen anschauen, deine Hände anschauen. Ich kann sehen, wie viel Mühe du da reingesteckt hast. Und das schmeckt man auch. Man schmeckt es wirklich. Nun, dann freue ich mich, dass es dir gefällt. Während die warme Sonne sie beide bestrahlte, hat Rean noch weiter das Essen von Laura enjoyed. Sieht so aus, als hätte ich nicht mal irgendwas übrig gelassen. Wenn du also definitive Beweise haben willst für meine Aussagen von vorhin, dann hast du sie hier. Zu sehen, dass dir das Essen so sehr schmeckt, hat mich irgendwie sehr glücklich gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Essen zu kochen mich so fühlen lassen würde. Würdest du das gerne vielleicht nochmal irgendwann machen? Würde ich? Sag mir einfach nur Zeit und Ort und ich werde da sein. Danke. Oh, richtig. Dieses Essen dürfte dir sehr viel Energie gegeben haben, also lass uns jetzt gleich ein bisschen kämpfen. Was? Das war zumindest dein erster Gedanke, warum wir hier rausgekommen sind, nicht wahr? Also los, nimm dein Schwert und lass uns anfangen. Ja, bei Laura gibt's kein Essen ohne anschließendes Training, ne? Also sind Rean und Laura nach ihrer Session wieder zurück. Und damit sind wir auch bei Laura Level 5. To be honest, Laura ist mein zweitliebster Love Interest für Rean. Also kommt wirklich gleich nach Alyssa, kommt Laura. War schon immer mein zweiter Liebling. Und die sind wirklich auch sehr, sehr nah auf einem Level. Ich finde, Alyssa passt ein ganz kleines bisschen besser, romantisch gesehen, und Laura passt mehr so als Freundin irgendwie. Aber irgendwie, also ich mag sie auch sehr gerne, das wollte ich auf jeden Fall damit sagen. Das sind zwei Charaktere, die ich auch beide relativ geeignet finde für Rean. Alyssa halt ein bisschen mehr. Aber jeder Charakter hier, man kann hier eigentlich nur jeden Charakter mögen. Emma auch, also. Emma hat natürlich immer noch ihre mysteriösen Dinger da, ne? Ihre unerklärlichen Aktionen. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie nicht auch süß ist. So, dann wollte diese Mint etwas von uns hier, ne? Wir sollen was kochen. Du bist Mint aus dem Windorchester, nicht wahr? Ich bin hier wegen deiner Anfrage an den Student Council. Ah, dann musst du wohl Rean sein. Ich hätte bloß gerne, dass du mir bei einer Kleinigkeit hier hilfst. Du wolltest Essen als ein Geschenk machen, nicht wahr? Ja, da hat Rean ja jetzt auch Erfahrung mitgemacht. Nun, jemand hat da wohl Glück. Für wen ist das? Haha, es ist tatsächlich Onkel Makarovs Geburtstag, also mache ich das für ihn. Er isst immer Fastfood und so ein Zeug. Also habe ich ihm gedacht, dass ich ihm das leckerste handgemachte Essen machen will aller Zeiten. Oder selbst gekochte Essen.
Außerdem bekommt er dieses Geschenk von seiner super süßen Nichte da auch noch zusätzlich. Ich kann so deinen fröhlichen Gesichtsausdruck sehen. Naja, irgendwie. Nicht wahr? Und da kommst du ins Spiel, Rin. Ich möchte, dass du mir ein bisschen extra Inspiration gibst, was ich machen soll. Lass mich das nochmal klarstellen. Du willst nicht, dass ich dir beim Essen herstellen helfe. Ja, so ziemlich. Wie gut sind eigentlich deine Kochskills? Weißt du, ich denke, ich bin ganz okay. Wäre es da vielleicht nicht besser gewesen, bei dem Kochclub nachzufragen? Das habe ich auch gedacht, also habe ich sie zuerst nachgefragt. Aber der Anführer des Clubs wollte mir irgendwie nicht wirklich viel beibringen, scheinbar. Er hat mir eine große Rede gehalten über, dass man Wasser nicht entflammen kann und dass du erstmal die Basics lernen musst oder sowas. Oh, richtig, ja. Vielleicht sollte ich aus dieser Anfrage zurück, solange ich noch kann. Heißt das, du hast noch gar keine Kocherfahrung? Ich weiß, wie ich eine Banane schälen muss, wenn das zählt. Definitiv nicht. Naja, auf jeden Fall werde ich das schon irgendwie schaffen, ne? Ich bin einfach so gut. Ich weiß nicht, wie sie so viel Selbstvertrauen haben kann. Aber wenn wir das mal beiseite packen, immerhin kannst du kochen, das freut mich. Also, du kannst mir jetzt helfen, richtig? Ja, können wir. Okay, dann machen wir das einfach mal. Also, was genau sollen wir denn hier machen? Danke! Ich möchte, dass du dir einfach mal Gedanken darüber machst, welche Essen so richtig toll sind. Und dann sollst du sie herbringen und mir zeigen. Das ist alles? Yep, ich mache etwas, was dann darauf beruht, was auch immer du mir zeigst. Richtig. Spielt es irgendeine Rolle, was für eine Art von Essen ich dir bringe? Oh ja, richtig. Ich wollte noch erwähnen, dass ich ihm ein gesamtes Gängemenü machen möchte. Also brauche ich drei verschiedene Essen für mich. Einer für jeden Gang, sozusagen. Ich glaube nicht, dass Anfänger normalerweise ein Vollgängemenü machen sollten. Aber naja. Aber nochmal, was für ein Essen suchst du denn überhaupt? Naja, ohne eine schöne Vorspeise wäre es doch kein gutes Gängemenü, oder? Ich denke, irgendeine Art von Suppe wäre da gut. Danach brauche ich irgendwas für die Hauptspeise. Und natürlich brauchen wir noch etwas Leckeres fürs Dessert. Also, brauchst du eine Suppe, eine Hauptspeise und ein Dessert. Und du brauchst nur eine von jedem, richtig? Verstanden. Ich werde mich gleich ranmachen. Hehe, danke. Oh ja, hat Instructor Makarov irgendein Lieblingsessen oder so? Ich denke, es wäre eine gute Idee, ihm das zu bringen, was er auch tatsächlich mag. Ach, keine Sorge, er ist da nicht kleinlich. Er würde wahrscheinlich aus dem Mülleimer essen, wenn ich ihn nicht aufhalten würde. Ich denke, wenn wir spezifischer werden wollen, dann wäre es schön, wenn du ihm etwas Leckeres und Nahrhaftes bringen würdest. In letzter Zeit sah er nicht sehr gesund aus, also versuche ich das jetzt langsam irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Nährhaft, okay, verstehe. Mal schauen, was ich tun kann. Vielen Dank, ich kann nicht erwarten, was du mir bringst. Okay, krass. Drei verschiedene Main... Okay, ich verstehe. Drei verschiedene von diesen guten Dishes. Also das ist basically das, was wir bei dieser Putzfrau da auch gemacht haben. Ihr diese ganzen Dinger gebracht. Bloß, dass wir hier dafür actually dann die Quest quasi abschließen und eine Belohnung dafür erhalten. Ja, Uno secundo. Wir haben ja ein paar Rezepte hier, ne? Ich habe keine Suppe. Kann das sein? Ich habe keine Suppe. Wo kriege ich eine Suppe her? Keine Suppe? Ich kaufe einfach mal jetzt dieses Jewel Potage. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Suppe ist oder nicht. Ich kann da mit dem Begriff nicht wirklich was anfangen. So, wir können erstmal wieder ein bisschen Knete hier reinholen. Achso, außerdem ist hier gezielt vielleicht neue Waffen. Nee. Jetzt können wir aber bei George die Waffen von Alyssa und Fee noch verbessern. Fällt mir gerade mal so auf mit dem U-Material. Das sollte ich nicht vergessen. Ich gehe da zwar sowieso nochmal zu ihm hin, aber das ist mir jetzt gerade so eingefallen.
Ach, mit dir wollte ich nicht reden, egal. Zwischen Jellica und ihrem Alten laufen die Dinge gerade nicht so wirklich gut. Sie weiß, wie sie ihre eigenen Probleme in den Griff gekriegt. Also braucht man sich wohl keine Sorgen zu machen. Ihr müsst euch erstmal auf das Festival konzentrieren. I know. Nee, noch können wir das immer noch nicht machen. Achso, okay. Gut. Jetzt sind wir zwar die ganze Gruppe, aber geht trotzdem noch nicht. Nicht so schlimm. Gut, Leute, ich glaube, der Part endet hier, ne? Wir sind ungefähr bei einer halben Stunde, 35 Minuten so circa. Und im nächsten Part werden wir uns um das Essen kümmern für Mint. Damit sie endlich mal ihrem Onkel was Vernünftiges zu essen geben kann. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Wenn ich im Game so gut im Kochen bin wie im Real Life, dann sehe ich das schwarz. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.